Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Oktober 2019. Ich habe in diesem Monat 7 Geschichten beendet und 2 weitere begonnen. Und ich möchte gleich mit einem dicken Klopper anfangen, und zwar ein Projekt, was ich jetzt schon seit Anfang des Jahres im Grunde verfolge. Und zwar habe ich hier den 4. Band von Peter V. Bratts Dämonenzyklus, Der Thron der Finsternis. Den habe ich komplett im Oktober gelesen. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dass ich den Dämonenzyklus immer als meine Lieblingsreihe, als meine Lieblings-High-Fantasy-Reihe betitel oder eine meiner Lieblingsreihen. Und dass ich sie aber noch nicht beendet hatte. Und dass der 4. Band jetzt schon ein bisschen länger bei mir liegt, weil ich immer vorhatte, um wieder mein Wissen aufzufrischen und wieder total in dieser Reihe drin zu sein, die ersten 3 Bände nochmal zu erleben. Die habe ich dann als Hörbuch gehört, aber den 4. wollte ich dann tatsächlich wieder lesen, weil ich dann, weil ich es noch nicht kenne, tatsächlich dann auch ein bisschen intensiver erleben wollte. Und ich war auch komplett wieder sofort in dieser Geschichte gefangen. Bei diesem Exemplar handelt es sich um ein Rezensionsexemplar. Also vielen lieben Dank an den Heine Verlag für das Zusenden. Ich entschuldige mich hiermit dafür, dass es so lange gedauert hat, bis ich es bespreche. Ich werde hierzu kein Einzelrezensionsvideo drehen, weil es eben ein Folgeband ist und ich mir vorgenommen habe, die Reihe explizit nochmal in einem Video vorzustellen, sobald ich sie beendet habe. Es gibt ja noch einen letzten Band, einen 5., der im Deutschen zweigeteilt wurde. Also im Deutschen gibt es jetzt noch 2 Teile, die ich vor mir habe und die ich dann auch demnächst, also ich habe mir das 5. schon bestellt, dann auch fortsetzen und beenden möchte. Und wenn ich sie dann beendet habe, dann möchte ich ein Video, ein extra Video dazu drehen. Deswegen habe ich mich halt einfach dagegen entschlossen, ein Einzelvideo dazu drehen. Ich finde, so ein Fortsetzungsband alleine in einem Video macht für mich nicht so viel Sinn. Aber hier möchte ich euch natürlich ein bisschen dazu was erzählen. Nochmal so für alle, die es noch gar nicht mitbekommen haben, die nicht wissen, um was es geht. Es spielt hier in einer Welt, in der Dämonen nachts aus dem Boden steigen und die Menschen bekriegen. Da gibt es Feuerdämonen, Baumdämonen, Felsendämonen und sonstige. Und eigentlich können die Menschen sich gar nicht wehren, bis auf so Schutzsiegel, die sie in ihre Häuser ritzen und malen. Können sie sich nicht wehren. Und Arlen passiert es, es ist ein kleiner Junge, er muss zusehen, wie seine Mutter von den Dämonen zerfleischt wird und sein Vater einfach nur, erstarrt ist und nichts tut, um sie zu retten. Und er schwört sich, er möchte gegen diese Dämonen ankämpfen, er möchte sich nicht mehr verstecken. Es gibt Geschichten und Legenden, die besagen, dass es auch mehr als Schutzsiegel, also Kampfsiegel gibt, um diese Dämonen zu besiegen, und er möchte sich auf die Suche machen, aber vorher möchte er fliehen. Er flieht von zu Hause, weil er einfach sauer ist und vor Trauer einfach zerfressen ist, weil seine Mutter eben stirbt. Dann treffen wir noch auf Lisha, eine junge Frau, die zur Kräutersammlerin oder zur Kräuterfrau, zur Heilerin ausgebildet wird und auch einiges einstecken muss, und auf Roger, der zum Fiedler, zum Geigenspieler heranwächst und auch ein tragisches Schicksal hat. Und all diese Personen treffen aufeinander. Im Laufe des 2. und des 3. und auch des 4. Bandes lernen wir natürlich viele, viele weitere Personen kennen, die auch im Fokus stehen. Und besonders im 2. und 3. da haben wir auch nochmal die Vergangenheit von verschiedenen anderen Personen kennengelernt und sie auch als Protagonist in die Runde mit aufgenommen. Da ist zum Beispiel Arlens Erzfeind und / Freund Jadir, der aus einer ganz anderen Kultur kommt, und dann noch Enevera, die wir im 3. Band mehr beleuchtet bekommen. Hier im 4. Band war ich etwas überrascht, dass das jetzt hier nicht der Fall ist. Wir hatten 2 Kapitel aus einer Sicht von einer weiteren Frau, aber das hat sich nicht sehr viel vertieft. Also hier hatten wir, sind natürlich, die Stränge laufen natürlich immer parallel. Also wir auch im 2., 3. und 4. Band erfahren wir, wie es mit Lisha, mit Roger und mit Arlen weitergeht und mit Jadir.
Hier in diesem Band, was ich halt am spannendsten fand, war der Strang um Jadir und um Allen. Ich kann natürlich nicht viel verraten, was genau da passiert ist, aber im dritten Band gab es einen großen Cliffhanger, und ich möchte meinen, dass es fast schon wortwörtlich ein Cliffhanger, ja, ist. Und ja, was die vorhaben, was die für eine Aufgabe haben, für eine Queste vor sich haben, das hat mich am meisten interessiert. Aber scheinbar wurde das jetzt in die letzten Bände verlegt. Hier wurde das nur so ein bisschen angedeutet, und dann ging es viel um Kriege. Das heißt, für mich war dieser Band tatsächlich der schwächste, obwohl ich es wunderschön fand, die Charaktere wieder zu treffen, weil das ist die große Stärke, finde ich, von Peter W. Brad, so tolle Charaktere zu erschaffen, die ja so viele Schwächen, so viele Emotionen, so viel Hass und Wut und Liebe mit sich tragen. Es geht eben um Freundschaft, um Liebe, um Hass und um Scham und so viel, und man leidet so sehr mit. Es ist manchmal ein bisschen derb, und die Sprache ist manchmal auch ein bisschen derb, und das ist so das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stört, dass ja die Sprache manchmal ein bisschen, ja, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, deswegen sage ich wieder derb ist. Aber das wird immer wieder wettgemacht durch viele auch schöne, rührende Momente, die man sehr genießen kann, oder durch ja, traurige Momente, die wieder sehr feinfühlig sind. Ich habe schon von vielen gehört, dass dieser Band nicht so gut bewertet worden ist, aber ich würde nicht sagen, dass es ein Flop ist. Es ist irgendwie so ein typischer Band, der zum Finale hinführt. Also 5 und 6 werden ja das Finale sein. Und das, was mich interessiert, eben ja mehr über die Dämonen zu erfahren und ihre Kultur, ihr Leben, was wir jetzt so im Laufe der Bände auch schon mehr erfahren haben, aber jetzt ja, in dieser Queste, die Allen und Jadir halt vorhaben, noch mehr vermittelt bekommen werden, hoffentlich. Das haben wir hier halt noch nicht bekommen, und hier gibt es halt viele Scharmützel und Kriege, und das interessiert mich meistens nicht so sehr in Fantasy-Romanen. Und deswegen war es der schwächste Band. Dennoch hat es mir Spaß gemacht, und es liest sich einfach, obwohl es 1000 Seiten sind, wirklich weg wie ja, geschnitten Brot. Und deswegen hat mich das nur noch heißer gemacht, jetzt diese Reihe endlich zu beenden und zu erfahren, wie das Ganze ausgeht. Und ja, ich freue mich. Ich werde, wie gesagt, in dieser Reihenvorstellung noch ein bisschen mehr auf die verschiedenen Charaktere eingehen. Ich werde natürlich versuchen, große Spoiler zu vermeiden, aber so, ich möchte ein bisschen mehr in die Geschichte eingehen, und da werden natürlich so kleine Spoilern ja, nicht vermeidbar sein. Da freue ich mich schon drauf, aber ich muss jetzt erstmal ja, Band 5 und 6, und dann gibt es noch so kleine Zusatzbände, die ich auch noch nicht habe. Die möchte ich dann auch noch lesen. Ja, das zu diesem High-Fantasy-Buch, und das hat mich wieder der Fantasy ein bisschen näher gebracht, weil ich ja so ein paar Enttäuschungen in diesem Genre hatte. Aber das ist einfach toll. So soll High-Fantasy und große Welten und Magie aufgebaut sein. Auch wenn das hier jetzt der schwächste von denen war bisher, die ich gelesen habe. Machen wir mit einem Highlight weiter. Ich habe euch im letzten Lesemonat schon davon so vorgeschwärmt, und ich bin gerade froh, dass ich da schon so geschwärmt habe. Eigentlich wollte ich es ja jetzt auf diesen Monat alles auslagern, aber jetzt ist es schon wieder so fern, dass ich froh bin, dass ich schon diese, ja, noch frische Euphorie euch im letzten Lesemonat direkt gezeigt habe. Ich rede von Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Ich habe das ja zusammen in meiner Leserunde All You Can Read mit diesen lieben Mädels gelesen, wo wir fast jeden Monat ein Buch zusammen lesen. Und ja, das Buch hatte ich sowieso schon bei mir, weil ich das auf jeden Fall lesen wollte. Ja, wo fange ich an? Es gibt so viel zu diesem Buch zu erzählen. Cornelia Funke hat sich diese Geschichte nicht selbst ausgedacht, denn es gibt einen Film schon seit mehreren Jahren, Pans Labyrinth, und dieser Film ist von Guillermo del Toro. Und dieser ist auf Cornelia Funke zugekommen und hat sie gefragt: Mensch, möchtest du nicht aus diesem Film ein Buch machen? Und sie war total geflasht, denn ihr Lieblingsfilm ist schon seit längerem Pans Labyrinth, und sie hat wohl auch schon immer in ihrem Büro ein großes Plakat hängen davon.
Und sie konnte natürlich dazu nicht Nein sagen, obwohl sie da schon fast ein bisschen überfordert war. Wie soll sie dieses perfekte Stück Film auf Papier bringen? Und es ist auch ein Brief in meiner Version hier tatsächlich gewesen, wo Cornelia Funke genau das beschreibt, wie sie halt zu diesem, ja, zu dieser Ehre gekommen ist, diese Geschichte schreiben zu dürfen. Und das fand ich ganz schön, dass es diesen Brief gab. Und sie schreibt halt, wie sie den Film wirklich genauestens angeguckt hat und alles so aufgeschrieben hat, wie sie es gesehen hat. Und sie hat dann schon so Beispielkapitel zu Guillermo del Toro hingeschickt und er war so ein bisschen enttäuscht, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber er meinte, ich möchte, dass du mit der Geschichte spielst, deine eigenen Gedanken mit einbringst. Aber sie meinte, der Film ist so perfekt für mich, ich möchte daran eigentlich nichts ändern. Und dann kam sie auf die Idee, dass sie einige Zwischenkapitel mit einbringt, so Zwischenspiele, wo sie kleine Märchen oder kleine Geschichten sich selbst ausdenkt, um ein paar Hintergründe dieser Geschichte zu klären. Und das hat ihnen sehr gut gefallen und ja, so sind sie denn verblieben und das ist sozusagen das Ergebnis davon. Sie hat es tatsächlich auf Englisch geschrieben, das Buch. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass sie auf Englisch geschrieben hat. Fand ich erst ein bisschen schade, weil jetzt haben wir schon eine Autorin, eine deutsche Autorin, die wunderbar schreiben kann und dann schreibt sie das auf Englisch und die Übersetzung ist nicht von ihr. Also das hätte man dann ja eigentlich auch erwartet, dass sie jedenfalls die Übersetzung dann macht. Aber das hat sie nicht getan. Sie hat wohl so ein bisschen drüber geguckt, dass ihr Stil sozusagen erhalten bleibt. Aber die Übersetzung selbst ist nicht von ihr. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen tatsächlich, den ich empfunden habe, als ich das erfahren habe. Aber ich muss sagen, dass mir der Schreibstil unglaublich gut gefallen hat. Ja, aber jetzt weiche ich schon so ein bisschen aus. Ich glaube, ich fange jetzt mal an und erzähle euch, worum es eigentlich geht. Es spielt in Spanien 1944, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Spanischen Bürgerkrieges. Und wir treffen auf das kleine Mädchen Ophelia. Ophelia zieht mit ihrer schwangeren Mutter zu ihrem neuen Stiefvater und zwar inmitten von Wildnis in eine alte Mühle. Dort ist er ja, stationiert. Er bekämpft nämlich die Widerstandskämpfer dort in der Gegend und er ist ein sehr furchterregender Mann, ein sehr mächtiger Mann, gut aussehend, sehr, sehr strukturiert und ordentlich und hat Ophelias Mutter total um den Finger gewickelt, aber Ophelia hat ihn durchschaut. Sie nennt ihn auch immer den Wolf, weil er ein sehr, sehr grausamer und gewaltbereiter Mensch ist. Und sie möchte ihn natürlich nicht Vater nennen, denn ihr Vater ist ja vor, ich weiß nicht, vor einigen Jahren gestorben und sie hat ihn sehr geliebt und möchte ihn jetzt nicht ersetzt wissen. Sie flieht daher so ein bisschen in ihre eigene Welt. Sie liest sehr, sehr viel, hat ihre Bücher umschlungen und sie erkundet so den Wald ringsherum, der sehr ja, verwildert ist und findet dort ein Labyrinth. Und in diesem Labyrinth trifft sie auf einen Faun und der erklärt ihr, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist, die Prinzessin der Unterwelt und dass ihre Familie sie schon seit langer Zeit vermisst. Und sie muss jetzt aber drei Prüfungen bestehen, damit sie beweisen kann, dass sie sich nicht zu sehr verändert hat, dass sie nicht zu sehr Mensch geworden ist, ja, und dass sie halt wieder zurückkehren darf in ihr Zuhause, in ihr eigenes Zuhause, in die Unterwelt. Ja, und dafür bekommt sie ein Buch, wo dann immer drei ja, die Aufgaben erscheinen und dieses Zwischenspiel zwischen märchenhaften und ja, grausamer Realität in diesem Krieg, was wir immer hin und her gewechselt bekommen, ist ja, eine sehr, sehr faszinierende Mischung. Es war unglaublich melancholisch, deprimierend, aber trotzdem hatten wir diese märchenhafte Sprache, die Cornelia Funke hier aufgebracht hat und ich hoffe sehr, dass diese Formulierungen tatsächlich von ihr kommen und selbst wenn nicht, ist es egal, ich fand die Sprache einfach genial. Vor allem dieses Märchenhafte, ich habe lange überlegt, warum mich das so sehr
begeistert, weil märchenhafte Sprache kenne ich und liebe ich. Aber oft gibt es diese abgedroschenen symbolischen Vergleiche. Und hier hat sie halt eben nicht diese abgedroschenen Formulierungen, sondern hat neue Vergleiche und neue Formulierungen, die so wunderbar passen und so viel Spaß machen. Wir haben Gott sei Dank auch Figuren, die das Gute hier widerspiegeln, sodass Ophelia nicht ganz alleine ist. Aber hier passieren wirklich sehr, sehr tragische Dinge und man darf sich nicht zu sehr an gute und liebe Personen gewöhnen. Und auch das Ende ist eines, was man schwer verkraften kann. Was aber cool ist, ist, dass man dieses Ende auf zwei verschiedene Arten und Weisen und in mehrerer Hinsicht deuten kann. Ich bin kein Fan von offenen Enden, das wisst ihr vielleicht schon. Aber hier gibt es konkrete, ja, konkrete Enden, die man deuten kann. Man kann entweder sagen, okay, das ist so oder es ist so. So in diesen feinen Details, da kann man sich dann noch drüber unterhalten. Und da hätte ich gerne tatsächlich, wie es bei mir immer so ist, gerne ein paar eindeutigere Hinweise gehabt. Aber an sich fand ich es so perfekt, weil jeder sich selbst so das Ende hinlegen kann, wie er es gerne hätte. Ob ein wenig düsterer, realistischer oder ein bisschen verträumter und ein bisschen hoffnungsfroher, das kann jeder so sehen, wie er möchte. Hier steckt so unglaublich viel drin. Und jetzt kommen wir noch zu diesen Zwischenkapiteln, die Cornelia Funke geschrieben hat, um die Hintergrundgeschichte so ein bisschen zu verdeutlichen. Sie hat halt eben so ein bisschen etwas zur Geschichte dieser Untergrundwelt geschrieben und zu einigen Figuren, die man nur so angerissen hat, hat sie einige kleine Märchen geschrieben. Das Tolle ist, jede Geschichte ist im Grunde für sich abgeschlossen, aber hat immer wieder Parallelen oder kleine Andeutungen zu den anderen Geschichten. Es baute sich tatsächlich eine Geschichte auf mit diesen kleinen Kurzgeschichten. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen, dass die halt so Verbindungen zueinander hatten. Das ist leider aber allerdings zum Schluss hin ein bisschen verloren gegangen. Und so, dass es etwas Rundes ergeben würde, diese neuen Geschichten. Dazu ist es leider nicht gekommen. Also wir haben irgendwie damit gerechnet, dass wir noch mal so einen Aha-Effekt bekommen. Sie hat sich nämlich so einige Alltagsgegenstände und halt ein paar Figuren aus dieser Untergrundwelt genommen, aber auch eben Alltagsgegenstände aus der Realität von Ophelia, ob das nun ein Rasiermesser ist, ob das ein Küchenmesser ist, ob das eine Uhr ist. Und um diese Gegenstände hat sie halt Märchen gesponnen. Und das hat super gepasst. Also es war nicht so, als ob das irgendwie dazu gedichtet worden wäre und es passte nicht so richtig in die Hauptstory, sondern es hat es total gut ergänzt und vertieft. Aber die letzten Geschichten, ja, bauten nicht mehr so aufeinander auf und auch die letzte Geschichte, wo ich so ein bisschen erhofft habe, dass man noch mal so einen Aha-Effekt hat, der war leider nicht gegeben. So, jetzt muss ich noch etwas zum Hörbuch sagen, denn ich habe das Buch nicht nur gelesen, sondern auch gehört. Ich habe es gehört, weil ich im Moment auch wirklich mehr zum Hören komme als zum Lesen, aber auch weil ich gehört habe, dass das Hörbuch was Besonderes ist. Das Hörbuch ist nämlich mit Soundeffekten und mit Musik untermalt und hat irgendwie so einen Dolby Surround-Effekt, der unglaublich toll war. Es gab einen Erzähler, es gab aber auch verschiedene Sprecher, denn zum einen hat Cornelia Funke ihre eigenen Kapitel, die sie sich selbst ausgedacht hat, selbst gelesen, was ich sehr, sehr schön fand. Sie kann auch wirklich schön lesen. Und der Sprecher, der den anderen Teil liest, hat auch seinen Teil wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es gab, wie gesagt, Geräusche wie in einem Hörspiel, aber es wurde nichts weggekürzt wie in einem Hörspiel. Also ich habe auch, glaube ich, mal in unserer Gruppe gesagt, hierbei kommen irgendwie die beiden, ja, das Beste aus Hörspiel und Hörbuch in einem zusammen, weil wir eben die Geräusche und den Soundeffekt haben und die Musik, was natürlich die Emotionen noch viel mehr unterstützt hat, aber es ist nichts gekürzt. Ja, also das hat mir unglaublich gut gefallen. Es war noch mal ein ganz anderes Erlebnis in einem Hörbuch und ich habe manche Passagen einfach noch mal nachgelesen. Und was ich natürlich auch unbedingt erleben wollte, waren diese Illustrationen. Die wollte ich natürlich auch nicht missen.
Und deswegen habe ich auch Teile immer wieder nachgelesen. Weil wir uns auch nun mal sehr stark darüber ausgetauscht haben, wollte ich auch vieles nochmal nachlesen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer schönen Illustration, die ich euch zeigen möchte und finde natürlich jetzt gerade nichts. Na komm schon. So. Ja, zeige ich euch diese hier. Ja, wirklich sehr, sehr atmosphärisch gestaltet. Ich finde das Cover ja auch unglaublich wunderschön und darunter ist es auch noch mal wunderschön. Ich war ja auch auf einer Lesung von Cornelia Funke zu diesem Buch und auch da haben sie tatsächlich Soundeffekte eingespielt, auch aus diesem Hörbuch. Und da bin ich auch darauf gekommen, überhaupt ja, dieses Hörbuch zu holen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Allerdings war auf der Lesung Rainer Strecker dabei und das Hörbuch ist, glaube ich, von Tom Vogt, heißt der so, gelesen. Haben sie aber beide gut gemacht. Also wirklich beide tolle, tolle Sprecher. Und Cornelia Funke habe ich das erste Mal live erlebt und das war eine wirklich geniale Lesung. Und sie ist eine sehr sympathische Frau, hat sich Zeit genommen, Fragen zu beantworten und ja, sowohl die Geschichten, die sie erzählt hat, um das Buch herum, um ihre Begeisterung für diesen Film herum, als auch dass die gelesenen Kapitel haben wirklich Freude bereitet und das war wirklich eine tolle Lesung. Ja, den Film zu diesem Buch, das ist ja vorher, den Film gab es ja schon vorher, den habe ich tatsächlich schon mal gesehen und Gott sei Dank hatte ich wirklich kaum Erinnerungen daran, denn das Buch hangelt sich wirklich fast genau an diesen Film dran. Und dann hätte ich vielleicht schon vieles gewusst und wäre nicht mehr so begeistert oder überrascht gewesen. Ich habe danach den Film dann nochmal gesehen und es gibt ihn wirklich auch sehr, sehr gut wieder. Ich fand aber halt im Film, ja, im Film hatte man natürlich dieses Optische, diese Personen und die Musik und so weiter, was im Buch gefehlt hat. Aber dafür hatte man im Buch diese ganzen Emotionen und die Gedanken, die wir ja im Film halt nicht hatten. Und diese Zusatzgeschichten. Aber beides ist im Grunde eins. Also es ist zusammen. Und ich muss noch mal sagen, das Buch ist im Fischer-Sauerländer Verlag erschienen, im Fischer Verlag erschienen, im Jugendbuchverlag hier, wo Cornelia Funke ihre normalen Bücher halt auch rausbringt. Aber es ist kein Jugendbuch. Es ist eindeutig kein Jugendbuch. Es ist sehr brutal, sehr blutig, sehr deprimierend, sehr grausam. Und deswegen, das möchte ich nochmal betonen, es ist kein Jugendbuch. Also ich würde es tatsächlich erst so ab 15, 16 empfehlen. Und ja, ist wirklich sehr, sehr bildlich beschrieben, manche Szenen. So, ich glaube, damit habe ich jetzt alles gesagt. Und wenn nicht, ja, es ist jetzt, aber ich wollte es gerne. Ich hätte auch nochmal ein extra Video zudrehen können, aber dafür fehlt einem auch manchmal die Zeit. Und ich weiß auch, dass die meisten diese Lesemonate schauen und deswegen finde ich es schön, hier auch ausführlich darüber zu schwärmen, damit es so, ja, so viele wie möglich halt trifft, das, was ich sage. Und auch wenn ich glaube, dieses Buch auch nicht unbedingt noch mehr Werbung braucht, weil es sowieso sehr, sehr gut läuft, beziehungsweise sehr viel gelesen wird und ich habe auch wirklich viel Positives gehört. Das Mehl, das der Müller auf den gefrorenen Waldboden kippte, schien noch schwärzer als im Jahr zuvor. So schwarz, dass es aussah, als wäre die Nacht selbst vom Himmel gefallen, um Platz für den Tag zu machen. Ja, und solche Sätze sind einfach, ein Beispiel dafür, warum ich die Sprache so sehr liebe. Es geht düster und, ja, magisch weiter. Denn ich habe eine Graphic Novel, eine Comicreihe wieder hervorgekramt. Den ersten Teil hatte ich bereits gelesen und zwar ist das Alisig von H. Rufflet und H. Vogt. Der erste Band heißt Herbst und hier dreht es sich
um ein Mädchen, das auf einem Friedhof aufwacht und merken muss, ja, sie ist gestorben. Sie kann sich an ihr Leben aber nicht mehr erinnern und weiß auch nicht, wie sie gestorben ist. Sie weiß jetzt nur, dass sie auf diesen Friedhof als Geist ausharren muss, mit anderen skurrilen Geistern, die halt da schon Jahrhunderte vor sich hin vegetieren. Sie sind aber in einem Zwischenreich gefangen und sie müssen noch darauf warten, auf das Urteil, ob sie nun in das Licht oder in das dunkle Reich geführt werden. Und ja, sie nutzt halt diese Zeit, um zu erfahren, wer sie eigentlich war. Und sie trifft einen Menschen, einen lebendigen Menschen, der allerdings blind ist, sie aber wahrnimmt, sie hören kann. Normalerweise können die Menschen, die lebendigen Menschen, sie nicht wahrnehmen. Und ja, sie lernt diese Figuren oder diese schrulligen Geister auf dem Friedhof näher kennen, die jetzt halt notgedrungen zu ihrer neuen Familie werden. Und sie lernt diesen jungen Mann mehr kennen. Eigentlich darf sie nicht in die Welt der Lebenden, sie dürfen diesen Friedhof eigentlich nicht verlassen, aber tun es dann doch, weil es auch einfach zu langweilig wäre. Ja, ich liebe diese Zeichnungen. Die sind sehr düster, ja, aber halt auch irgendwie sehr magisch und sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde auch, dass es farblich immer sehr, sehr gut abgestimmt ist. Sie haben tatsächlich immer eine Grundfarbe. Hier ist es zum Beispiel dunkelblau und schwarz. Mal gucken, ob ich noch. Oder hier ist es zum Beispiel grün. Ja, es ist ein Comic mit. Es ist nicht sonderlich. Tiefschürfen zu Anfang. Das hatte mich auch beim ersten Mal lesen auch ein bisschen gestört, dass es noch ein bisschen tiefer gehen könnte. Aber die Bilder sind einfach grandios. Das Einzige, was mich stört, ist tatsächlich, wie Alizig selbst dargestellt wird, weil sie mit ihren roten Wangen und so irgendwie ganz übertrieben aussieht und nicht ja, wie so eine Puppe. Und natürlich müssen ihre Brüste immer so halb rausspringen und so. Das finde ich denn, hätte gar nicht sein gemusst. Das haben die Zeichnungen überhaupt nicht notwendig, weil die einfach sonst grandios sind. Die anderen Figuren sind nämlich nicht so dargestellt, so komisch. Aber ansonsten liebe ich es. Diese Charaktere auf dem Friedhof bekommen auch alle ihre Hintergrundgeschichte, wie sie überhaupt gestorben sind, wie sie gelebt haben, wann sie gelebt haben. Und ich habe dieses Buch nochmal gelesen oder angeschaut, wie man das mit Comics so macht. Und zwar, weil ich die Reihe jetzt beenden wollte. Es hat nur 4 Bände und man liest das eben so in einer halben Stunde weg. Und ich habe mir den zweiten Band bestellt, Alizig Winter. Und hier geht die Geschichte weiter und wie ich es mir gewünscht habe, ist die Geschichte tatsächlich auch ein bisschen tiefer und die Figuren werden auch ein bisschen tiefer, die Charaktere bekommen ein bisschen mehr Gewicht und es ist auch nicht zu sehr kitschig, diese Liebesgeschichte, weil es wird auch ein bisschen spannender. Es gibt so ein paar Krimi-Thrill-Momente, die tatsächlich Einzug halten, denn man erfährt mehr über Alizigs Vergangenheit, wie sie zu Tode gekommen ist. Deswegen ja, hat mir das sogar noch besser gefallen als der erste Band, weil er eben ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hat. Und ich freue mich auf Band 3 und 4, die bereits auch schon bestellt sind. Jo, das nächste ist ein Buch, was mich jetzt nicht so begeistern konnte wie die davor. Haus ohne Spiegel von Marten Sanden ist ein Kinderbuch, ich glaube ab 10 Jahren oder ab 9, irgendwie so um den Dreh. Hier spielt es sich in einem alten Herrenhaus ab und wir treffen hier auf Thomasine. Thomasine lebt aber nur vorübergehend in diesem Haus, denn ihr Vater kümmert sich und pflegt ihre Urgroßtante, die halt im Sterben liegt. Nicht nur sie kümmern sich um die, sondern auch viele andere Familienmitglieder. Ihr Onkel und ihre Tante sind halt mit ihren Cousinen und Cousins da, um dort ja, sich um diese zu kümmern, beziehungsweise darauf zu warten, bis sie sterben und dann zu überlegen, was mit ja, dem Haus passiert. Und Thomasine und ihre jüngste Cousine oder beziehungsweise alle Cousins und Cousinen spielen halt in diesem Haus Verstecken. Das ist einfach prädestiniert dafür. Es hat ganz viele Winkel, ganz viele versteckte Ecken und Treppen und Räume. Und in einem Raum entdecken sie
Ja, ein Wandschrank voller Spiegel, denn das restliche Haus, in diesem Haus gibt es keine Spiegel. Und in diesem Spiegelraum passiert etwas Seltsames und sie gelangen in eine Parallelwelt, in einer spiegelverkehrten Welt. Und was sie dort begegnen, das könnt ihr denn hier lesen. Es ist allerdings eine ja weniger fantastische, magische Geschichte. Es geht schon mehr in die Realität rein. Das fantastische Element unterstützt im Grunde nur die Themen, die hier angesprochen werden. Es geht viel um Familie, um Verlust, aber auch um Selbstfindung und so ein bisschen um, ja, was mache ich mit meinem Leben? Was für eine Einstellung habe ich zu mir? Und jede Figur, die halt in diese Parallelwelt geht, erfährt etwas über sich. Und ganz zum Schluss bleibt eben Thomasine. Und ja, insgesamt fand ich die Idee sehr schön. Manchmal war es mir aber ein bisschen zu konstruiert. Also es hat mich schon gerührt, aber ich fand es manchmal, ja, hat es mich nicht ganz so getroffen, wie es hätte sein können. Das Buch wird auch wieder ausziehen. Ich fand schon, dass ja, die Aussage dahinter schön war, aber insgesamt ja, war die Umsetzung nicht so geheimnisvoll, nicht so magisch und rührend, wie ich es gehofft hatte, aber an sich eine schöne Idee. Ich fand auch, oder ich kann es noch nicht so gut einschätzen, wie gut Kinder das verstehen, aber manchmal verstehen sie ja mehr, als man denkt. Aber so diese ganzen Hintergründe, also finde ich schon sehr, sehr schwierig zu verstehen, sogar als Erwachsener. Naja, gut. Das nächste ist ein Gruselklassiker, den ich euch im letzten Video gerade in einer Rezension vorgestellt habe. Spuk in Hill House von Shirley Jackson ist, wie gesagt, ein Klassiker aus dem Jahre 1959. Da ist das Original erschienen. Und ja, 1959. Es gibt eine Serie mittlerweile dazu. Es gibt bereits schon seit längeren Jahren einen Film, Das Geisterschloss, was ich auch erst seit kurzem weiß. Und diesen Film mochte ich ja sehr, sehr gern. Hier dreht es sich um eine Gruppe von Leuten, ich glaube ja vier, die ein Spukhaus bewohnen wollen für kurze Zeit, um dort die übernatürlichen Phänomene zu untersuchen. Besonders eben ein Professor Dr. Montague, der eben sich Assistenten geholt hat, um das zu tun. Darunter ist auch Eleanor, unsere Protagonistin, die lange Zeit ihre Mutter pflegen musste, bis sie gestorben ist. Und jetzt kann sie endlich mit ihrem Leben anfangen, was sie will. Sie weiß es aber nicht genau. Und deswegen kommt diese Einladung, die so ein bisschen seltsam anmutet, gerade recht. Sie nimmt diese Einladung einfach an und ja, kommen dann in Hill House an und dieses Hill House ist ein ganz besonderer Ort. Und was sich dort verbirgt und was es so für einen Verlauf nimmt, das müsst ihr hier lesen. Es ist kein großer Action-Splatter-Horror, das müsst ihr wissen. Es ist ein sehr leiser, hintergründiger, atmosphärischer Grusel, das mir sehr gut gefällt. Und mir hat es zum Großteil auch wirklich gut gefallen. Nur, wie es mir auch schon im ersten Buch ergangen ist, was ich von Shirley Jackson erlebt habe, gelesen habe, wir haben schon immer im Schloss gelebt, fand ich das Ende, die Auflösung nicht gut, beziehungsweise die war gar nicht vorhanden. Ich habe jetzt schon von manchen gehört, dass gerade das sie so fasziniert daran, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber für mich, wenn man so völlig fallen gelassen wird, habe ich mich so ein bisschen veräppelt gefühlt, habe ich schon gesagt. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, welche Details mir gut gefallen haben und vielleicht noch mal so ja, eine Passage aus dem Buch vorgelesen haben wollt, dann schaltet gerne in die Rezension rein. Die ist natürlich ein bisschen ausführlicher und gibt auch so ein bisschen mehr meine Meinung wieder. So, und dann habe ich noch ein Hörspiel beendet. Das kann ich euch jetzt so nicht zeigen. Das habe ich als Download auf meinem Handy gehabt. Begleitet mich jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Das ist Ghost Sitter von Toni Krabweis. Weißt du so? Ich glaube, ich hoffe. Gab es tatsächlich auch mal als Kinderbücher und jetzt wurde es halt tatsächlich als Hörspiel
neu aufgelegt mit wirklich sehr prominenten Sprechern, und zwar unter anderem Christoph Maria Herbst, Hugo Egon Balder, Wigald Boning, ja, und viele mehr. Also es gibt dem natürlich noch mehr, gerade wenn man die mag, die Sprecher, und ich mag die alle, bekommt man da noch viel Spaß, mehr Spaß. Aber es gibt auch viele unbekannte Sprecher, die das wirklich toll machen. Es geht eben um einen Jungen, der von seinem Großonkel eine Geisterbahn vererbt bekommt. Und in dieser Geisterbahn sind alle Kreaturen, die da drin sind, echt. Also ein Vampir, ein Zombie, ein Geistermädchen, ein Werwolf, all diese Figuren in dieser Geisterbahn sind echt. Es sind allerdings keine bösartigen Wesen. Sie verstecken sich halt in dieser Geisterbahn, um in der Welt der Menschen halt ja, leben zu können, und reisen nun von Ort zu Ort in dieser Geisterbahn. Und der junge Tom Röschenberg, genau, der reist nun eben mit, und es passieren viele, viele aufregende Dinge. Es ist sehr viel Action drin, aber auch sehr, sehr viel Komik. Also die Komik liebe ich in ja, in diesem Hörspiel. Ich habe jetzt die erste Staffel gehört. Es gibt, glaube ich, aber schon mittlerweile 5 Staffeln. Ich habe mir auch so ein bisschen das Making-of angeschaut. Das scheint wirklich sehr, sehr spaßig gewesen zu sein. Es gibt natürlich Geräusche, wie es in einem Hörspiel so ist, Geräusche und Musik. Und ja, einfach diese Situationskomik. Es ist aber auch gruselig. Tatsächlich gibt es einige Szenen, die mich schon gegruselt haben. Und ja, das Einzige, was ich jetzt nicht so gebraucht hätte in jedem Kapitel, ist wirklich Peng, Puff, muss irgendwas explodieren, brennen oder irgendein Monster auftauchen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber ich glaube, dass viele, gerade Teenies oder junge Hörer, das gerade lieben werden, dass das immer irgendwie heiß hergeht. Aber es gibt so, es ist so detailverliebt, und das mag ich. Also der Zombie zum Beispiel, der hat ein rosa Plüschhäschen, den er nicht loslässt und den er mit seinem Leben verteidigt. Und das finde ich schon toll. Und ja, es passieren immer wieder peinliche Dinge. Und der Vampir, das ist so ein ganz nobler Vampir, der gesprochen wird von Christoph Maria Herbst und aber mit dieser neuen Technik überhaupt nichts anfangen kann. Und es gibt immer wieder lustige ja, Dialoge und wie gesagt, Slapstick auch. Also das kann ich nur empfehlen. Zum Einschlafen, wie gesagt, ist es, habe ich auch ein paar Mal versucht, aber dafür ist es einfach zu laut und zu actionreich manchmal. Da ist es tagsüber doch vielleicht ein bisschen besser, um sich denn die Zeit ein bisschen mit sowas zu vertreiben. Ja, jetzt habe ich noch 2 Bücher, die ich begonnen habe, aber noch nicht beendet. Deswegen werde ich dazu jetzt auch nicht so allzu viel sagen, werde dann im nächsten Lesemonat mehr erfahren. Zum einen ist das das nächste Leserundenbuch aus unserer All You Can Read Leserunde, das wir jetzt im November lesen. Die Verschwundenen vom Mondscheinpalast. Das ist der zweite Band der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabot. Wir haben schon den ersten Band gemeinsam gelesen. Es sind jetzt aber nicht mehr alle dabei. Also nur 3 haben sich dazu entschlossen, weiterzulesen. Die liebe Ruth von Zwischen 1000 Zeilen und die liebe Kali von dem Kanal Kalis Books und eben ich. Ich fand den ersten Band ja mittelmäßig eigentlich. Von den Ideen und von dieser einzigartigen Welt fand ich es grandios. Aber die Umsetzung hat mir nicht ganz so gefallen. Aber ich wollte dieser Welt und der Autorin auf jeden Fall noch eine zweite Chance geben, weil es einfach so etwas Besonderes ist und sich so sehr abhebt von anderer Fantasy. Sprachlich ist es sehr, sehr schön. Und man kann, ja, man kann zwar sagen, dass es Fantasy ist, aber in ein Untergenre kann man es nicht so leicht reinpacken, weil es so viele verschiedene Kategorien in sich birgt. Und das ist so viele, auch hier wieder Detailverliebtheit. Und da bin ich jetzt auf Seite 206. Ich glaube, das Ganze hat um die 600 Seiten. Ja, 613. Und ich mag auch das Cover. Auch hier finde ich, ist das was ganz Besonderes. Es spielt in einer Welt, wo der Planet auseinandergerissen wurde. Ja, laut Sage von Gott selbst gab es einen Riss, und es gibt verschiedene Teile der Erde, die Archen sich nennen und die halt jetzt so lose,
stelle ich mir so vor, so lose um den Kern schweben. Und auf diesen Archen leben halt verschiedene Menschen. Und diese Menschen haben aber auch verschiedene Fähigkeiten. Und wir treffen hier auf Ophelia, die zum einen durch Spiegel reisen kann, aber auch eine Leserin ist. Das heißt, wenn sie mit ihren bloßen Händen Gegenstände anfasst, dann kann sie deren Geschichte bzw. kann sie die Gedanken der Menschen lesen, die diese Gegenstände auch angefasst haben. Ja, und ihre Fähigkeit soll ein bisschen ausgenutzt werden. Sie wird verlobt mit einem sehr ungehobelten, sehr unfreundlichen, düsteren Herren vom Pol. Das ist eben auch eine Arche und sie wird dorthin verschleppt und sie weiß gar nicht, was mit ihr geschieht und was überhaupt der Plan ist und merkt halt, dass sie eine Schachfigur ist und was mir eben im ersten Band nicht so gut gefallen hat, dass sie wie so eine Marionette sich hin und her schieben lässt. Sie ist eben sehr introvertiert, was mich selbst jetzt gar nicht so gestört hat, weil ich das tatsächlich auch mal erfrischend fand, dass sie nicht so eine Draufgängerin ist. Aber sie hat halt alles mit sich machen lassen und das ging mir schon gegen den Strich. Und jetzt im zweiten hat sich das gebessert und das bringt Spaß. Es gibt wieder tolle Ideen, aber ich hoffe, dass jetzt sie ein bisschen mehr in Aktion tritt und auch jetzt mal eine Quest, eine Aufgabe bekommt. Und nicht wie im ersten Teil einfach nur so passiv hin und her geschoben wird, was mir eben nicht so gut gefallen hat. Und das zweite Buch, was ich begonnen habe, ist ein moderner Horrorroman, auf den ich mich extrem freue und den ich auch schon oft bei anderen auf den Kanälen entdeckt habe. Kill Creek von Scott Thomas. Das Böse will nur spielen. Ja, hier geht es tatsächlich auch wieder um ein Spukhaus, aber das Ganze ist so ein bisschen moderner, beziehungsweise verknüpft klassische Horrorelemente mit modernen. Hier geht es, glaube ich, um mehrere Horrorautoren, die an Halloween zu einem Interview zusammengebracht werden sollen und eben in dieses Kill Creek, in dieses Spukhaus. Und das ist halt eben so ein Marketing-PR-Gag. Und dort soll sie eben interviewt werden und dort passiert wahrscheinlich einiges. Ich bin wirklich noch nicht sehr weit. Ich habe bisher nur zwei dieser Autoren kennengelernt, die wahrscheinlich dann diese Einladung erhalten und die auch ihr eigenes Päckchen tragen müssen. Ich habe auch ein bisschen etwas zu der Geschichte zu diesem Haus mitgekriegt. Und ja, mal schauen. Also auch schon vom Sprachstil merke ich, dass hier auch verschiedene Elemente aus klassischem sowie auch modernen einfallen und auch sehr umgangssprachlichen, auch wieder sehr einer derben Sprache, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber eben das ist vielleicht auch so ein bisschen das Faszinierende, dass eben hier zwei Welten so ein bisschen aufeinander knallen, das klassische, altehrwürdige und eben das moderne und umgangssprachliche. Ja, und bevor ich jetzt ende, ich meine, jetzt ist es ja eh schon so weit fortgeschritten, die Zeit, jetzt kann ich auch noch was dranhängen. Das gehört zwar eigentlich in den Lesemonat November, aber ich möchte euch jetzt zwei Tipps noch geben. Obwohl, nein, das eine habe ich auch schon viel um Oktober konsumiert. Es geht nämlich um zwei Harry Potter-Empfehlungen, die ich euch geben möchte. Im Moment, jetzt ist ja schon November, bin ich gerade im Harry Potter-Fieber und habe die Harry Potter-Romane wieder begonnen. Aber was ich euch empfehlen möchte, ist zunächst ein Podcast und zum Zweiten ein Fanfilm, den ich euch empfehlen möchte. Der Podcast wird geführt von drei jungen Menschen, zwei jungen Männern und einem Mädel, die halt immer über Harry Potter sprechen, immer so zwischen 1 bis 2 Stunden lang. Und die sind aber wirklich sehr, sehr akribisch und detailverliebt. Und das mag ich daran. Sie halten sich auch hauptsächlich an den Details der Bücher und das, was auf Pottermore steht und was J.K. Rowling sagt. Und sie picken sich immer ein bestimmtes Thema raus, worüber sie sprechen. Zum Beispiel über eine bestimmte Figur, über eine bestimmte Verfilmung. Sie haben zum Beispiel auch über Grindelwalds Verbrechen gesprochen. Sie haben aber auch über Severus Snape gesprochen und ja, darüber, ob es nicht ein bisschen zu sehr, ob er als Figur nicht zu sehr gehypt wird. Also haben sie ein bisschen kritischer betrachtet, dass man das vielleicht ein bisschen zu sehr ins Positiv rückt. Und ja, finde ich sehr, sehr spannend. Sie haben jetzt zum Beispiel auch über die Mysteriumsabteilung gesprochen und das fand ich auch richtig klasse. Und manchmal suchen sie sich auch ein Kapitel raus aus irgendeinem Buch und das gehen sie durch. Oder über die Märchen von Beedle dem Barden haben sie gesprochen. Also
wirklich, wirklich sehr detailgetreu. Sie sind sehr lustig und ich höre sie sehr, sehr gerne zu. Ach ja, der Podcast heißt Mysteriumsabteilung und werde ich dann euch mal in der Infobox verlinken. Und ja, richtig, richtig cool. Ich bin noch weit, also ich habe bisher nur 10 Folgen gehört und ich glaube, insgesamt haben sie jetzt 32. Sie haben ihren Podcast mal woanders gestartet. Ich weiß gar nicht wo, ob das auf Spotify war oder woanders. Jedenfalls haben sie jetzt halt auch einen YouTube-Kanal gemacht, wo sie halt ihre Folgen nach und nach hochgeladen haben. Und Cold Mirror hatten sie zum Beispiel auch als Gast, habe ich schon gesehen in einer Folge. Ja, richtig cool. Kann ich nur für jeden Potterhead, der nicht so oberflächliche Quizzes oder so oberflächliche Daten haben wie wer ist Hagrid, wer ist Hedwig, sondern wirklich mal ins Detail gehen will und sich an Details aus den Büchern erinnern möchte oder etwas Neues erfahren möchte. Ja, und der zweite Tipp ist ein Fanfilm, den ich gestern entdeckt habe. Und zwar ist der Fanfilm 40 Minuten lang, glaube ich, oder 45 Minuten lang und dreht sich um die Schwestern der Black-Familie, Bellatrix, Narcissa und Andromeda Black. Und ja, um ihren Werdegang, wie sie auf Hogwarts gegangen sind und hauptsächlich aber auch, wie Bellatrix überhaupt zu dieser, ja, zu dieser unglaublichen, verrückten Mad Woman geworden ist. Ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade hier rede, aber ihr wisst schon, was ich meine, wie sie überhaupt zu dieser verrückten Anhängerin von Voldemort geworden ist und echt toll gemacht. Also es ist auf Englisch, aber man kann auch Untertitel einstellen, sogar deutschen, was ich auch gemacht habe. Es ist kein kompletter Spielfilm. Sind eigentlich eher so mehrere Erinnerungen aneinander geschnipselt, die halt ein großes Ganzes geben. Und ich finde, wie das gemacht ist, es sieht überhaupt nicht nach einem Fanfilm aus. Ich kann euch leider, es hieß irgendwie The Sister of Black Family. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber ich werde euch in der Infobox auch das verlinken. Und da gibt es ja auch schon eine große Fangemeinde, was ich total verstehen kann. Gerade die Schauspieler. So, da war mein Speicherplatz vom Handy tatsächlich mal voll. Das ist mir bisher noch nie passiert. Ja, habe aber auch ziemlich lange gequatscht. Aber ich denke, jetzt ist auch alles im Kasten, was ich euch sagen wollte. Alles, was ich erzählt habe, ist unten in der Infobox verlinkt. Die Bücher werde ich auch natürlich nochmal aufschreiben. Und ja, ich wünsche euch eine schöne, lesereiche Zeit und hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.